gucken. Wie kann man jetzt schlafen? Nahrung, überleben. Ich kann mir einen Rucksack bauen, endlich. Sehr gut. Heilsalbe. Gegen Wunden, Stein, Asche. Haben wir Asche noch? Weiß ich gerade nicht. Mal gucken. Hast du noch Stroh gesammelt irgendwo? Gras? Ja. Dann kann ich uns, glaube ich, irgendwie ein Zelt bauen oder sowas. Ja, gut, sehr abgetreten. Okay. So, jetzt habe ich wieder drei Essen, du auch? Mhm. Okay. Nein, ich schmeiß ich weg den Rest. Strohrolle, damit kannst du bei Nacht schlafen. Mhm. Wie kann man denn damit bei Nacht schlafen, bitteschön? Weiß ich nicht. Musst du bei der Nacht testen. Jetzt geht's ja gerade nicht. Ja, warte, ich baue dir auch eine. Zelt. Hast du noch Spinnennetze? Ja, sind in der Kiste. Perfekt. Scheiße, ich brauche noch zwei Spinnennetze. Mal sammeln. Ja. Nee, tu, lass mal schön bleiben. Was denn? Mit dem Leben garantiert nicht. Ja, scheiße. Warte, dann baue ich dir normale Rolle. Aber bei Nachtschlafen halt, das. Ja. Das bringt irgendwie nichts. Zelt, halt den Verstand, macht aber hungrig. So. Bequemes Schlafen bei Nacht gibt's auch, wenn man. Warte, ich mach dir mal hier so eine Rolle. Hier. Ah, scheiße, jetzt habe ich dir alle gegeben. Wie kann man denn nur einen geben? Indem man sich die vorher aufteilt. Wie teilt man die denn auf? STRG. Also. Ah. Okay. Logischerweise. Ah, guck mal, wir brauchen Dünger für die Pflanzen. Haben wir da am Fond noch irgendwie was? Ich hab noch was Kuku dabei. Warte. Düngen. Ah, schön. Dadurch wachsen die wieder. Ist gut. So, ich würde mich jetzt mal hier auf den Weg machen und Gras sammeln müssen. Der Boss ist sonst irgendwo verschollen. Oh nein, da kommt der andere Boss. Der klopft sich gerade mit der Spinne, der andere Boss. Mhm, lass ihn mal ruhig. Holz ganz viel gesammelt irgendwo. Nein, haben wir nicht. Hast du irgendwo so eine Graslandschaft schon gesehen? So eine Heulandschaft? Da gibt's ja am meisten Heu. Nee, aber meine Axt ist gerade kaputt gegangen. Neue Axt holen. Graslandschaft? Unten rechts, unten rechts. Okay. Scheiße, da wird aber. Das dauert aber, bis wir da sind. Ich baue mir erstmal ein neues Werkzeug. Habe ich gerade, ja. Auch wieder eine Axt. So.
Eigentlich muss der Boss doch noch irgendwo rumrennen und alles niederholzen, oder? Theoretisch, ja. Die Frage ist nur, wo? Geh nicht zu weit jetzt, Zack. Die Tage enden gleich. Du könntest nee, natürlich nicht. Eine Fackel machen für unterwegs. Bin dann ganz nah dran. Hab ein bisschen Holz gesammelt. Oh, du hast meine neu gepflanzten Bäume alle kaputt gehauen. Ja, tut mir leid. Ich setze jetzt ein Zeichen. There's weeding, no burning. Geil. Wir können nur Bretter veredeln momentan. Ich kann ein Speer bauen. Okay. Vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, aber ich brauche auch einen Rucksack. Holzrüstung bietet Schutz vor Schaden. Aber dann kann ich keinen Rucksack mehr tragen. Wir brauchen Feuer. Komm dran. Komm. Wie, ich schlafe nicht auf dem Boden. Moment, wo ist die Strohrolle? Da. Hier ja. Kannst du pennen. Wo? Wie hast du das denn gemacht? Rechtsklick auf die Rolle. Da kommt nur untersuchen. Okay. Hast du die auf den Boden gelegt oder was? Nee, ich habe einfach Rechtsklick auf die Rolle gemacht. Aber, Ach, meine ich weiß warum. Mein Tussi kann nicht schlafen. Wie kriege ich denn dann bitte schön Leben wieder? Das weiß ich auch nicht, aber meine schläft und schläft und schläft und verliert Essen, aber ich habe keine Leben dazu bekommen. Ah, okay. Also, irgendwie ist das nicht so günstig gewesen. Dann lass mal checken, ich guck mal, ob es sonst was gibt. Veredeln, Kampf, wissenswertes Nahrung. Oh, also wirklich, viel hat das jetzt nicht gebracht, ne. Ja. Kein Problem, aber ich versuche gerade rauszufinden, es gab doch irgendwo gerade eben eine Salbe oder eine Paste. Überleben. Erstmal mache ich mir jetzt einen Rucksack, ich brauche Platz. So. Ja. Ich habe mal neu angepflanzt, ich habe gerade Mais geerntet. Okay, super. Hier, dann lass mal ein bisschen kochen. Ich hau mal jetzt ein... Was hast du denn jetzt da rein? Zum Beispiel, ja, geht zu anderen. Ich weiß dann die Monster nicht rein. Geht nicht, ich voll im Weg hier. Ja, ich hau jetzt Monsterfleisch rein, dann hau ich ein Mais dazu, eine Karotte und eine Beere. Mal gucken, was dabei rauskommt. Hast du noch Monsterfleisch? Jetzt nicht mehr. Okay, dann warum mache ich hier Karotte und Beeren raus? Ja. Heilsalbe gegen Wunden. Okay. Wir brauchen von diesen Antisept-Spinnendrüsen noch und Asche, wie gesagt. Spinnendrüsen haben wir im Lager noch ein paar. Asche kann man ganz leicht herstellen. Ja. Ist ja nicht so das Thema. Aber wie gesagt, verbrennen Dinge, die wir nicht brauchen. Ja. Ja, ist nur schwer gesagt. Hier ist überall was, was wir brauchen könnten. Oh. Das habe ich aber nicht angezündet. Du hast das Spinnennest gekillt. Hilfe! Ja, was machst du denn da? Eine Spinnendrüse. Oh, da kommt noch eine Spinne. Oh, Monsterfleisch. So, Asche, Asche, Asche. Ich muss die Asche sammeln, bevor sie verschwindet. Mhm. Da ist noch Asche. So, jetzt kann ich Salbe machen, ja? Denke. Wir können auch Käfernetz und Angelrute bauen. Okay. Cool, so. Salbe. Hier, komm her. Komm her, komm her, komm her. Warum? Ja, Leben reinhauen. Ich hab Salbe gebaut. Oh, okay.
Hier, warte. Dafür brauchen wir Asche. Dieses Spinnendings. Wow. So. So, Essen mal wieder voll gemacht jetzt. Super. Ah, perfekt. Können wir Seile, kann ich Seile herstellen. Herr Vogel. Hier willst du auch. Nee, ich bräuchte Spinnennetz, dann könnte ich dir eine zweite Angelroute bauen. Du hast ein Ratatouille gezaubert. Und wie benutzt man jetzt die Angelroute, bitteschön? Ach scheiße, ich brauche dafür wahrscheinlich einen Teich. Wahrscheinlich. Mach nochmal ein bisschen Erdbeermarmelade. So, ich pflanze mal neue Bäume an. Mhm. Klingt auf jeden Fall nach dem Plan. Oh, mein Kranz ist bald hinüber. Ich muss mir einen neuen bauen. Erst Blümchen sammeln. Aber hey, wir haben es bis zum Tag 7 schon mal geschafft. Spinne! Ja, komm her, blöde Spinne. Fräulein drüber. Monsterfleisch. Wuhu. Nächste Spinne. Oh, verdammt. Meine Waffe ist kaputt gegangen. Ich habe keine Axt mehr oder so, um die zu hauen. Ernteschmortopf? Was hast du denn da? Wie hast du den Ernteschmortopf denn gemacht? Weiß ich nicht. Hier, dein Ernteschmortopf. Nö, das war Marmelade, die du mir abgedrückt hast. Ach so. So, warte mal, wo habe ich's? Ich habe doch eben hier nochmal Monsterfleisch gesammelt. Ja. Bei Bären. Hast du noch mehr Monsterfleisch, dann kannst du es hier reinwerfen. Leider nicht. Okay. Und was habe ich noch? Ah, ich habe Monsterfleisch. Perfekt, guck rein damit. Und so. Was packe ich dazu? Ich pack mal die Marmelade dazu. Nee, das wäre schwach. Ja, lass ich erstmal so offen. Wenn du eine Karotte oder so hast, pack die rein. Ich habe eine Aubergine oder so. Ja, dann pack rein. Kann ich mir eine neue Waffe bauen? Ja, kann ich. Ich habe dir aus Versehen eine zweite Angelroute gebaut. Wie geht das denn hier? Oh, ich habe einen Speer. Und das ist eine Angelroute noch. Sehr gut. Ich muss mir auch mal einen Speer bauen. So. Vogelfalle, einen Kompass könnte ich bauen. Und einen Rucksack. Kompass brauchst du nicht. Rucksack hast du doch, oder? Ja, Rucksack habe ich schon. Könnte ich ein Werkzeug neues bauen? Eine Schaufel. Machen wir doch glatt. Schaufel. Opulente Spitzhacke. Deine abbauen like a boss. Das ist ja eine geile Beschreibung. Bräuchte man nur zwei Golddinger für? Oh, das könnte ich sogar... Goldklumpen brauchst du? Eine Luxus-Axt. Zwei Goldklumpen, ja, Goldklumpen könnte ich, bräuchte ich dann, kann aber ich wir haben jede Sachen Menge bauen. Asche in dem scheiß Ding drin. Okay, dann holst dir den Goldklumpen. Forke. Eine Forke. Oh! Ich buddel mal was. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich kann buddeln. Lol. Ich habe mir eine Forke gebaut, keine Ahnung. Du wandelst unser ganzes Dings um, das ist dir bewusst, ne? Weiß ich nicht. Was mache ich da gerade? Kann man damit was anfangen? Ich weiß nicht, vielleicht können wir gleich irgendwas platzieren hier. Ich weiß auch noch nicht. So. Ich mach mal hier so einen Vierer und dann gucken wir. Mach hier so einen kleinen Fleck. Und dann gucke ich mal, was ich noch an Werkzeugen bauen kann. Rasierer. Aber ich bin eine Frau, ich brauche mich nicht rasieren. Er stört jede Art von Gegenständen. Ein Hammer. Wenn nicht verkehrt. Ein Rasierer kann ich auch bauen. Oh, wie dunkel. Ich einen Rasierer bauen? Ich weiß nicht. Nein, brauchst du nicht. Hier, was brauchst du für einen Hammer? Seil? Ein Seil, ein zweites, ja. Dann bau dir eins. Und dann kannst du hier den Heuballen wieder zerstören, den ich nicht benutzen kann. Und einen normalen Stein. Normalen Steine haben wir doch massig. Warte, hier hast du ein Seil.
Ja, ich schmeiß die Steine wieder rein. Ich will jetzt erstmal die Waffe weg, wieder wechseln. Den Speer anziehen. So. So. Was brauche ich? Ein Stein und ein Seil. Hab ich beides. Oh, wir brauchen erstmal Licht. Hier gerade nichts mehr. Da haben wir nichts drin. Was haben wir hier drin? Steine. Die Steine will ich haben. Und was brauche ich fürs Seil? Gras. Habe ich gerade genug? Muss ich mal gucken. War denn das Seil unter Licht? Nein. Werkzeuge? Fädeln? Fädeln. Ach, ich kann mir gerade noch ein Seil bauen. Und damit kann ich einen Hammer herstellen. Schön. Was mache ich mit der Schaufel? Dann hauen wir aus dem Hammer hier dieses unter die, das hier wieder klein und die Vogelfalle. Okay, Julian ist gerade beschäftigt beim Telefonieren, der kann jetzt gerade nicht. So. Das brauche ich. Deine brauche ich. Und dann brauche ich jetzt von den Spinnen ganz viel. So, Holz haben wir hier. Zweige lasse ich nämlich auch mal mit. Holzkohle kann ich da lassen. Sodale, warte, dann machen wir jetzt hier auch wieder Pause. Ne, wir haben jetzt, glaube ich, sowieso eine 40-Minuten-Folge voll und gucken mal, wie wir den nächsten Tag verbringen. Wir leben ja immer noch, ist ja super. Genau, gucken wir mal, wie es weitergeht. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Warte, ich mache auf Geh und Winken. Wer hätte das gedacht, wir leben noch, wir beenden eine Folge, ohne dass wir einfach gestorben sind. Das heißt, es geht bald weiter, wir machen jetzt hier eine kleine Pause, wir haben jetzt lang genug aufgenommen, schon ein paar Folgen direkt hintereinander weggemacht. Ja, sind viele lustige Dinge passiert, so wie die Bosse, dann noch dieses komische einäugige Vieh, was in unserem Lager rumhing und Julian gekillt hat, weil er sein Ei geklaut hat. Bin gespannt, was wir noch an Bossen treffen werden und wie lange wir es schaffen. Es ist ja immer noch nicht Winter, Ich frage mich, wie lange es dauert, bis Winter wird, aber der Winter wird echt hart. Im Winter müssen wir echt unser Lager schon aufgefüllt haben. Mit dem Essen sieht es jetzt momentan noch knapp aus. Tja, ich lasse mich überraschen, ihr euch sicher auch. Und ich danke fürs Einschalten. Bis dahin, auf Wiederschauen.